So, gut. Neustart. Neues Spiel, neues Glück. So. Niemand weiß, was aus diesem, was aus Raccoon City, ich meine, passiert. Keiner. Was ist eigentlich mit der letzten Stadt? Oh mein Gott, Billy ist tot. Nani? Sei Gamer, du weißt nichts. Neo-Fischmarkt, oh, der Name gefällt mir, yes. Oh Gott. Nebelhügel, Silent Hill, perfekt. Name, hier. Stadtname, Neo-Fischmarkt. Oh yeah. Begin. Du hast das Grundwissen, du hast die Allmacht, du hast Andy. Nutze alles. Okay. Wir wissen nun also, Leute fühlen sich auf den Schlips getreten, wenn sie neben einem Windkraftwerk wohnen. Ja. Wer hätte das nämlich gedacht? Also wir können das mal zum Vergleich machen. Du drehst jetzt deinen Lautsprecher voll auf. Ich guck mir das jetzt einfach nur mal an. Nö, ich bin ja froh, wenn ich tatsächlich... Ich will ja lernen. Es gut, nur- dann bau dein scheiß Industriegebiet so weit in die Ecke wie möglich. So weit weg von deinen Häusern wie möglich. Ja, das habe ich ja vorhin auch eigentlich versucht, sogar. Ich hatte es wirklich an der anderen Seite. Oh, jetzt muss ich alles wieder neu freischalten. Leck mich doch am Arsch. Okay. Einmal. Na, ich sollte jetzt nicht zu Anfang so viel ausgeben. Also, warte mal. Erstmal gucken. Wir haben hier Wasser. Ein bisschen vorausplanen. Abwasser ballern wir hier unten rein. Fuck. Ich glaube, wenn du Shift gedrückt hast, kannst du irgendwie immer 90 Grad Straßen machen. Nur so. Ja. Setz mal diese Windkraftwerke-Strommasten. Ich versuche das jetzt mal mit den Strommasten. Promise. Ja. Hier haben wir einen Hügel. Hier ist schön. Und von hier. Ich glaube, du hast sogar eine Windkarte. Man hat eine Windkarte? Ich meine schon. Wo hat man Windkarte? Muss er die nicht eigentlich standardmäßig eingefärbt sehen, je nachdem, was er gerade baut? Ich meine schon. Also, wenn du ein Windkraftwerk baust, hast du eigentlich dann auf der Karte dann so unterschiedliche Blautöne. Und je blauer es ist, umso windiger ist es. Naja, aktuell kann ich sowieso noch keinen Strom erzeugen, also von daher bauen wir jetzt erstmal ein paar Straßen. Genau zu sein, ich mach mal eine hier. Und eine hier. So, dann machen wir jetzt erstmal schöne Wohngebiete draus. Denk dran, dass du die auch irgendwie verbinden musst, dass die ja rein und rauskommen. Ja, ja, das. Nein, ich will, dass die da bleiben. Ihr bleibt hier, einer von uns. Einer von uns. So. Dann machen wir hier noch ein bisschen was mit. Und das lassen wir mal frei für neue Straßen und alles. Ja, brauche ich jetzt auch schon? Ja, brauche ich eigentlich. Ein bisschen Gewerkschaft zu nutzen. Ja, ja, ich weiß. Machen wir mal das. Ups. Machen wir mal das. Das. So, wieder da. Baby. Wow. So. Und nachher Straßen hier, Kreisverkehr bis zum Erbrechen. Ja, du musst jetzt ja noch machen, dass die vom Wohngebiet ins Industriegebiet kommen. So wie du die Straßen momentan hast, müssen sie ja aus deiner Stadt rausfahren. Ja, ich hab so einen Abschluss. Ja, mein klugscheißerischer Freund, ich hab schon behoben, okay? Gut. Ich glaube, wenn du ihn weiter ärgerst, fängt er an mit Hashtag. Wusstest du schon?
Du, ich lade City Skylines gleich runter, mach du Stream und dann mache ich ein Tutorial-Stream nur für Shadow. Mobbing! 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 Da scheiße ich da mal kurz drauf, dass ich normalerweise Englisch stream und dann mache ich hier also den extra Stream. Alle so in deinem Stream so, what is he talking about? Na, ich habe momentan sowieso keine Zuschauer, von daher. At Jubilee, we're committed to letting you do the impossible. And now we've succeeded in. Also willkommen zu City Skylines Versuch 3, die Trump Edition. Nee, das ist Versuch 1, was erzählst du? Echt mal. Zero Deaths. Oh, sorry. Fake News. Lol. So, und den Abwasser baller ich hier unten hin. Nein, den musst du vor das vor die Pumpe bauen. Ist immer geil. Sorry, aber das weiß sogar ich. mit Scheiße duschen. ist doch so eine schöne Nackenmassage, wenn dann so die Bröckchen aus dem Duschkopf kommen. Das ist das gute Hamburger Hafenwasser. Klärwerk ist dran. Klärwerk sei schon. Das ist dran. Und nun. Oh, könnt ihr euren Short Pingis mal sonst wo hinschieben? Ja, ich glaube, alles, was dumm ist, ist, glaube ich, das Beste für. Dear Earthlings, this is an announcement I have received from your brothers and sisters on the Red Planet. We so komisch auseinander. Keine Ahnung. So mangoes, warte mal. Das ist der natürliche Charme seiner Stadt. Das ist der natürliche Charme von Hafen City. Ja, ich schäme mich dafür, das ist dann. Das ist das Besondere, was den Charme ausmacht. Du schämst dich in Ehrfurcht. Eben. Ich meine, so sind die jetzt so nah beieinander, dass sie sich schon fast selber die Dings abklöppeln könnten. Ja, perfekt. Perfekt. So, jetzt bin ich ja mal gespannt, ob der Scheiß funktioniert hier. Ja, so. Ist doch gut. Wenn der eine mal stehen bleibt, dann der andere direkt damit wieder angeschoben. Let's go. So, hier. Ihr habt Strom. Fuck right off. Oder habt ihr Strom? To be honest, I don't care. Du musst das noch nicht mal so extrem durchziehen. Nee. Die Reichweite ist so krass. Es reicht schon, wenn du einfach nur einen Pöller in die Ecke von diesem blauen Viereck, wo das Wohngebiet ist, packst. Heißt das reicht jetzt, schon. Warte mal, heißt das jetzt, dass ich an dem Ding hier noch. Achso, ich könnte hier noch weiter ansetzen. Achso. Mhm. Also die Nachbarn klauen sich gegenseitig den Strom, also die brechen abends irgendwo ein, kappen sich die Stromleitung an und dann verteilt sich das immer weiter. Ja, ja. Genau so läuft das. So habe ich mir das auch gedacht. So, jetzt zieht mal hier ein, ihr Spongos. Gebt mir euer Geld. Hast du eigentlich schon irgendwie solche Sachen wie Krankenhaus, Feuerwehr? Ich habe noch gar nichts. So, das muss alles noch freigeschaltet werden. Eben, okay. Das kommt ja alles noch. Zu Anfang. Ach ja, stimmt, dein Wasserwerk braucht auch noch Strom. Oh, habe ich ganz vergessen, warte mal. Oh ja, ganz vergessen. Ja, ich kann die Reichweite noch nicht so ganz einschätzen. Ich mach mal like that. Die Reichweite ist der blaue Zirkel da drüben. So. Jetzt hat's Strom. Sieht zwar bescheiden aus, aber soll ja auch nicht schön aussehen, nicht? Soll ja funktionieren. Ergo. Ist zwar nicht schön, aber davon viel. Braucht dein Abwasserwerk auch Strom? Abwasserstau? Braucht es? Brauchen beide. Oh ja. Okay, warte mal, das löse ich jetzt so. Fuck das. Ach, das füllen die in Flaschen ab und verkaufen als Kölsch. Echt mal. Ja, ganz vergessen. Jetzt. Ja.
Schild oder so. Jetzt warten wir ab, bis die ersten im Chat brüllen, dass Kölsch gar nicht so schmeckt, dann wissen wir, wer schon aus Köln kommt. So, das ist jetzt die Fuck-Off-Straße. Fahr nicht weg hier. Das ist die... Warum bist du hier? Straße. Ich kann nicht schreiben. Straße der Tod. Hoffnungslosigkeit. Damn. Verzweiflungsallee. Ach guck mal, wir sind schon mal ein kleiner Kackhaufen, also ja. So. Und sie wussten nicht, was ihnen bevorstand. They didn't even know a single thing. So, ein Krankenhaus. Ihr wollt ein Krankenhaus? Hier, fuck off. Mitten rein geschissen. Ihr wollt eine Schule? Ins Gewerbegebiet damit. Und hab ich gar nicht gehört. So, hier habt ihr eine Schule. Und Müll kriegt ihr auch hier gemüllt. Dö. Speed. Da. Ihr wollt Wohngebiete? Oh, okay, kriegt ihr Wohngebiete. Kriegt ihr Wohngebiete? Hier, wohnt hier. Wohnt hier oder lasst es sein. Straße der Toten. Auch nicht schlecht. So, und ihr seid ans... Ja, ihr seid ans Stromnetz. Ach, ich habe ein gutes Gefühl. Nicht wirklich, aber... Warum heißt diese Straße des Totenmannstraße? Sorg dich nicht drum, kleiner Timmy. Und die, warum ist auf dem Friedhof eine ganze Reihe mit kleinen Timmys? Darktrack, du hast nichts gesehen? You did see nothing. Es war ein Meteorit. Genau. Fake News. Es war ein definitiv ein Meteorit. Und davon, so einer mit Gesicht und wirren Haaren. Hä? Du hast aber ein Oh, fick dich wohl. So, Industrie. Jetzt sind wir schon mal ein erwürgendes Dorf. Geil. Jetzt können wir Feuerwehr, Polizei und einzigartigen Bullshit machen. Polizei? Das Stadtmotto. Leute wie dich können hier nicht leiden tun. So. Ihr wohnt jetzt mal am Kraftwerk. Ach, das ist eine Straße, das gefällt euch nicht. Ach, das tut mir aber leid. Das tut mir aber echt leid. Hier, wie wär's, wenn ihr neben einem Feuerwerk wohnt, sag ich schon. So. Und ihr wollt ja, ich hab gehört, ihr wollt auch mal sicher sein irgendwann. Nicht genügend Geld? Wie viel kostet das? Oh, 12.000, ja gut, das kostet ein bisschen. Gut, gibt's halt erstmal keine Bullen. Hey, das Chris, es geht. Oh, warte mal, ganz vergessen. Ihr Spongos wollt ja hier auch wohnen, ne? Ah, warte mal. Machen wir mal so. Und so.
aber die haben keine. Noni! Das Chris mit 105 Bits, vielen Dank dafür! Jetzt muss ich mal gucken. Nee, warte, das kann ich so ja nicht benutzen. Das wäre illegal. Da fliegen die Törtchen. Nee, warte, das ist Blödsinn, was ich hier tue. Bulldozer. Bulldozer. Ich frag mal, ob man standardmäßig alle Autos in Bulldozer verwandeln kann. Bestimmt. Bestimmt. Wenn ich das so mache. Ist auch ziemlich Verschwendung, aber egal. Habt ihr denn auch Strom, Kinders? Ja, verfügbarer Strom ist ganz gut, aber ich muss wahrscheinlich bald mal ein neues Ding bauen. Kann ich da nicht draufklicken, um zu gucken? Nee. Muss ich wahrscheinlich hier, ne? Kann ich denn sehen, wie viel Richtlinien? Ja, nicht jetzt. Ja, wobei doch. Jetzt geht mal tanzen. Don't feel like dancing, dancing. Oh, hohe Kriminalität, ja, das tut mir aber leid. Oh. Kauft euch eine Kanare, meine Güte, stellt euch nicht so an. Echt mal. Waschlappen. Ja, im Slim auch noch. So, hier, komm. Du kannst eigentlich jetzt alle deine Strommasten, die von... Ich glaube, du kannst fast alle deine Strommasten schon abreißen. Was? Strommasten abreißen? Na, du hast ja jetzt ein funktionierendes Stromnetz. Ging ja vorhin nur darum, fast den Strom da reinzubringen. Ja, fast alle kannst du jetzt abreißen. Fast alle, ich glaube... Jetzt spare ich erstmal. Jetzt, ja. Die Leute haben jetzt ihr Kraftwerk gekriegt. Quatsch, ihre Bullen. Nur ist mal gut. Ich lade mir jetzt aus City Skylines runter. Das juckt den jetzt. Ich hab das doch noch, oder? City Skylines. Gibt's von mir was ein Vanilla-Spiel, aber verrückt. Wieso springt das jetzt bei dem Strom wieder rauf und runter? Jetzt geht's wieder weg. Ich glaube, du bist gerade an der Grenze mit zu wenig Strom. Ha. Oh. Also müsste ich jetzt noch ein Dings bauen? Also hier so ein. Noch so ein Windrad. Noch ein Windrad! Windrad! Ein Windrad! Wir wollen mehr Strom! Kriegt ihr noch ein Windrad? So, kriegt ihr noch ein Windrad! Ein großer Ventilator. Ja, und jetzt sind die auch woanders. Jetzt können sie die im Industriegebiet nerven.
Aber die Leute offenbar. Achso, ich habe auch nicht. Ja, warte mal. Da wollen ja schon wieder Leute leben hier. Igitt. Ja, ne? Die haben echt nichts gelernt. Die sollten Lamsang wissen, was so ein gefährlicher Psychopath du bist. Echt mal. Also so langsam sollten die das echt mal wissen. Bei allem Respekt. Also. Also alleine bei den ganzen Leichen, die in deinen Häusern rumliegen. Das konnte niemand nachweisen und das weißt du. Also ich hab da so ein paar Beweisfotos von diversen Häusern. Das Schlimme ist, sie sind nicht mal in diesem Spiel. So. Ihr habt keine Arbeiter. Nicht genügend Arbeiter. Ja, es kommen ja Leute gerade dazu. They will join. And then you can do whatever you want. I don't care. But first, get me money. Ich finde es nur halt gerade irgendwie geil. Irgendwie wollen alle Leute hier immer hier einziehen, aber keiner will offenbar arbeiten. Das sind mir ja ein paar Haufen faule Socken. Also Berlin. Das hast du jetzt gesagt. Ja, soll ich es nochmal sagen? Lauter? Mach, was du willst. Berlin. Hat er nicht gesagt. Berlin. Berlin. Alter, welcher Spast will denn da wohnen? Wo? Diese kleinen Wohngebiete, die du jetzt in diese drei Vierecke da zwischen. Ja, gut, Freund. Hast ja recht. Du, hör auf hier zu bauen, Bulldozer. Hammer. Mach doch. Mir halt ein paar Tankstellen oder sowas hin. Außerdem, was interessiert mich da, wer da wohnen will? Weißt du, Dings zitieren zu dürfen, um Mr. Krabs zitieren zu dürfen. Mich interessieren diese Kinder nicht. Mich interessiert nur deren Eltern Geld. Ist doch so. So. The time shall be consumed again. Habt ihr hier alles, ihr Heulsusen? Say cheese, it's cheese weekend. Make my burgers and fries. All this week, in addition to our regular menu, try our all-you-can-eat signature size. Darf ich mal fragen, wann, in welchem Update das war, dass ich hier in diesem Radio irgendwie, ne? Kann ich das irgendwie ausschalten? Was? Ich hab andauernd irgendwelche Werbung. Es ist, als würde ich YouTube gucken. Ich hab die ganze Zeit Werbung in meinem Ohr. Ach so, du so Audio-Werben. Ja. Und die hält einfach nicht die Fresse. Still, kannst du die vielleicht irgendwie einfach muten und jetzt... Ich hab schon geguckt, die ist, ne? In context of social importance, like in the Mars Project, information has to be undistorted and addressed without preconceptions. With scientifically based information, the most difficult arguments can be settled without issue. And that's my ambition with this radio show. To report indisputable facts in between good songs. Like this one, for instance. Ihr habt keinen Strom? Ja, da werdet ihr jetzt mal kurz mitleben müssen. Erst bis der Rubel wieder rollt. Oh, das Wasserwerk hat aber auch keinen Strom. Well. Wir können aber... So. Machen wir
Also. Geringe Zufriedenheit, die Leute sind ziemlich happy. Shut the fuck up. It's a lie. Echt mal. Ja gut, ich darf auch mal mit dem Strom nicht zu hoch gehen, weil sonst habe ich auf einmal Minus up my ass. Kai ist ja nee, ich habe keinen Platz für Kai. Ich habe keinen Platz für diesen Typen aus Beyblade. He was a Edgelord. Bei jeder brauchst du seinen Edgelord, aber der Sasuke aus Beyblade halt. Ja, ich glaube, ich brauche bald ein Kohlekraftwerk, sobald ich das Geld habe. Sobald ich die Kohle hab! Kann aber noch dauern. Erstmal müssen wir aus dem Minus. Ja, ich habe aber die Kohle nicht. Ah. Was baue ich denn da auch oben hin und dann verpeste ich damit die Luft? Ah. That's what they get. Wie teuer ist denn so ein Kohlekraftwerk? Ach ja, 19.000. Das Ding war ja super teuer. Und da brauchen wir Stromnetze, ja. Kommt nicht genügend Strom rein, oder? Aber das muss so sein, stand mit der Straße in Candle Cove und mit der Haufen. Jetzt geht das schon wieder los. Jetzt ist hier random. Dieser Scheiß. What? Hm. Oh mein Gott. Weiter in deine Stadt. Ich habe nicht mal Geld, um meine jetzige Stadt am Leben zu halten, du fucking. Alter, hier leuchtet es, als wäre es schon radioaktiv, weißt du? Der war happy darüber, dass ich es abgerissen habe. Dann habe ich sein Haus abgerissen aus Versehen. So, jetzt haben wir wieder genug Strom. Jetzt haben wir ein Kohlekraftwerk. Jetzt wird alles besser. Ja, Darlehen fürs Kraftwerk war eine gute Idee. Der magische Strom, er läuft jetzt. Ich hätte es einfach irgendwie viel lieber gehabt, wenn das mit dem Strom genau wie mit dem Wasser funktioniert hätte, you know? Das wäre irgendwie um einiges unkomplizierter. Als, you know, magischer Strom. Wie er immer über den Wireless-Strom lästert.
Wireless-Strom mehr, du mir auch. Das ist eine Erfindung, die just waiting to happen. Hm. Und derjenige, der sie erfindet, der ist ein gemachter Mann. Oder Frau, whatever. Wie kannst du so sexistisch sein? So. There we go. Aber irgendwie muss man doch... Eine boomende Kleinstadt, ja Mensch. Ach, jetzt haben wir Transporte und Busse. Geil, jetzt habe ich Kreisverkehr. Jetzt geht die Welt durch. Und Friedhöfe und Busstation. So, warte mal. Wenn ich so ein Ding jetzt hier hinsetze, ne? Das ist dann ja basically ans Stromnetz angeschlossen, oder? So eine Wasserturbine. Also so eine... Es gibt ja so eine Windturbine, die auf dem Wasser funktioniert. Ja. Wenn ich die jetzt nahe dieses Wasserwerk setzen würde, ne? Ja, aber du musst halt den roten Kreis beachten, dass der nicht dein Wohngebiet... Ja, da klatsche ich ein paar Bäume dann hin. Das weiß ich ja jetzt, dass ich das machen kann. Verdammt, es entwickelt sich weiter. Das würde funktionieren, richtig? Ja. Fucking let's do it. Ich will aber nicht, dass eine Stadt funktioniert. Ich auch nicht. Schönen Dank auch. Ich meine, hey, du machst das gut! Okay. Findest du nicht auch, Andy? Er macht sich richtig gut. Wenn er so weit geht, bräuchte ich den Tutorial-Stream gar nicht mehr anschmeißen. Aber was jetzt die Bäume angeht, die Bäume einfach wahllos hier so ranklatschen, wa? Man sollte es halt auch Platz lassen, sonst knallst du den Platz zu, wo eigentlich Häuser stehen sollen. Ja, das davon mal abgesehen. So. Aber sonst einfach Baum, klatsch Baum, zu. Baum, hast Baum, du viel Grün. Baum, 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 Boom, Boom, Boom. Ah, jetzt ein schöner Waldbrand. Och, jo, es ging jetzt. Jetzt läuft's, glaube ich. Ich glaube. Ich kann's nicht sagen, ich glaube es einfach. Weil jedes Mal, wenn ich es sage, passieren schlechte Dinge. Industriegebiet wollt ihr? Das könnt ihr haben. Sucht es doch. Irgendwo habe ich das größte Industriegebiet der Welt versteckt. Machen wir so. There you go. Hm? Ist das schon? Warte, was? Ach, das ist die Mülldeponie. Ups. Ganz vergessen, die habe ich da ja auch schon stehen. Hm. So langsam. Ihr habt Wasser? Ach ja, stimmt, da habe ich ja schon... Dafür habe ich gesorgt. Und deine Sorge ist, nicht genügend gebildete Mitarbeiter. Hab ich schon... Ihr seid dumm. Ja, basically ja. Also, das ist so dumm. Das... Was? Was ist so dumm? Was habe ich jetzt schon wieder falsch gemacht? A lot. Nein, keine Ahnung. Ach, eine Ober... Stimmt, ich habe noch keine Oberschule gebaut. Dafür kostet die 24.000, Alter. Ja, später. Not yet. Stadt jetzt einfach mal so richtig von den Straßen her mal so simpel wie irgend möglich. Hallo. 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 Wie geht's? Hallo. Hallo.
Ich hatte da mal eine ganz spezifische Frage. Jetzt geht's los. Könnte ich sie vielleicht für eine Lavalampe begeistern? Eine Lavalampe? Vivi nur! Ja, die funktioniert. Vivi kriegt erstmal Schnappatmung. Lavalampen sind die besten Leuchtmittel der Welt. Die stromfressendsten. Hast du die in Minecraft gemacht, Auron? Ja. Online gehen. Auch Lavalampen. Ich mach einfach ein Geschäft für Lavalampen, wo es nur Lavalampen zu kaufen gibt. Ich habe ich die nur in einer Farbe. Kannst du dann so custom machen, dass ich hätte gerne eine mit grünem Wasser und blauen Blobbles. Hier parkt wieder jemand seinen Blue Falcon. Ach stimmt, einen Friedhof muss ich auch noch bauen. Hier ans Wasser. Ins Wasser. Ach, Friedhof direkt neben die Mülldeponie. Warum nicht? Ist hier irgendwie alles Biomüll? Alles ist Bio. So. Kann ich nicht irgendwo sehen? Infoansichten. Strom. Ah! Wow, ich habe also Strom aktuell im Überfluss. Noch. Noch. Ja, aber es kommt jetzt ja wahrscheinlich durch das Kohlekraftwerk auch. Und weil ich diesmal alles ein bisschen anders platziert habe. Gib den Leuten ein bisschen Zeit zum Herziehen. Du wirst dich wundern, wie schnell das runtergeht. Ja, ne? Ich brauche wieder neue Wohngebiete. Ich kann Kreisverkehre machen, das darf ich nicht vergessen. Kreisverkehr. Kann man so einen Kreisverkehr auch irgendwie mal drehen? Weil die sind ja echt beschissen designt, ne? Ich glaube schon. Ich weiß jetzt nicht wie. Control, Shift oder irgendwie so was? Oh, ah, nee, ich hab's. Mit der anderen Maustaste einfach nur. Ah. It's that easy. So, einen weggeekelt, das fand er jetzt nicht so witzig, aber dafür haben wir jetzt hier einen Kreisverkehr. Wenn ihr meint, wir brauchen Kreisverkehr, dann, ja, brauchen wir Kreisverkehr, würde ich mal sagen. Das sieht voll cool aus. Ich kann noch überlegen wegen den Partikeln. Ob so, mit oben und unten oder nur von oben. There we go. Na, wenn du musst du es eigentlich auf beiden Seiten machen, glaube ich. Eigentlich schon, ne? Ja, das sieht viel besser aus so. Oh shit, ich hab die Bubbles! Ich hab die Oberschule ganz. Oder warte, was ist das jetzt hier? Nicht genügend Leute? Ja, nicht genügend Arbeiter, also brauchen wir mehr Leute. Das heißt. Ja, sieht doch schön aus. Ich habe auch noch mehr Sachen gemacht. Und zack. Rohrprobleme? Was? Achso. Nö, ich habe keine Rohrprobleme. Ich habe da einfach noch keine verlegt. Now you got water. Now shut the fuck up. Nee, aber jetzt ohne Scheiß. Was ist so toll an Kreisverkehren in dem Spiel? Das habe ich noch nicht so ganz begriffen jetzt. Jede Kreuzung stockt deinen, deinen Verkehr später im Spiel. Und irgendwann wird deine Stadt daran krepieren, wenn du zu viele Kreuzungen hast.
Ja gut, also sollte ich vielleicht jetzt nicht mehr so viele Kreuzungen hier bauen, wie ich es jetzt... Deshalb sind Kreisverkehre so toll, weil Kreisverkehre nicht wirklich so Ampelschaltungen brauchen, die ewig lange warten. Ah. I see. I see what happening here. Zu wenig Dienstleistung? Wünschen Dienstleistung? Was? Jetzt sei ihm zu Diensten. Das ist immer das Problem. Manchmal habe ich keine Ahnung, was die Leute von mir wollen. Ich hole mir jetzt mein süßerer Curry zum Abendbrot. Bin gleich wieder zurück. Jo. Mager. So. Jetzt braucht ihr keine Dienstleistung mehr. Keine Ahnung, was ihr wolltet. Ja, doch, so langsam, aber sicher. Es geht auf jeden Fall schneller voran als bei der letzten Stadt. Ich weiß nicht, ob das jetzt gut ist oder nicht. Genügend Gebildete. Ja gut, Oberschule kommt jetzt wirklich als nächstes. Versprochen, wirklich. Vielleicht. Hm? Das Wohngebiet, was? Was Wohngebiet? Das ist hier... Das kann ja wohl hier angrenzen. Ein Gewerbegebiet, ein kleines... Ich werde es ja interessanter finden, was gleich passiert, wenn ich einfach mal die erweiterte Schule da... Ach, die Oberschule kann ich mir noch gar nicht leisten, scheiße. Wenn ich die Oberschule hier in das Industriegebiet setze, was wollt ihr dann machen? Wegziehen. Guter Punkt. Das haben die Letzten auch gemacht, um genau zu sein. Nee, Bulldozer. Nee, weg mit dem Bulldozer. Nicht alles muss immer direkt mit einem Bulldozer geklärt werden. Eine Mülldeponie bräuchten wir wahrscheinlich nochmal. So langsam, aber sicher. Ja, muss. Wieso gehen immer instant die Apotheken als erstes zu Bruch? Das verstehe ich mal nicht so ganz. Das habe ich auch noch. Das sind immer die Apotheken. Und? Kann man da jetzt auch Blumen reinpacken? Ja, klar. Wait, I need to try that. You need to try. Oh, it doesn't work. Da ist doch schon die gleiche Blume drin. Hä? Ich sehe da keine Blume bei mir. Mit der Kraft der Fantasie. So, wo? Nee, ich sehe es einfach nicht. Vielleicht muss ich mich auch erstmal wieder. Was? Dann hast du wieder einen Anzeigebug. Aber guck mal, ich habe auch noch das hier. Jetzt sehe ich eine! Okay. So. Kranke Bürger. Ich habe auch noch das hier. Bevor das wieder losgeht. Ladenlampen klein. Bevor wieder jeder einzelne hier am Magen-Darm hat. Lampenwitsche. Der ist cool, oh mein Gott! Deine Bürger so begeistert. Ich like this. Oh, ich komme hier runter. Wenn meine Bürger so begeisterungsfähig wären. Wie guck dir das mal an, wie cool. Das sieht random aus. Ich mag's. Oder hier, guck mal, ein hängender Blumentopf. Wo sind wir jetzt schon wieder?
oben. He's gone. Guck mal hier. Okay, da ist noch die Lavalampe. Da, guck. Da. Oh nein, die Blume hat sich erhängt. Die arme Blume, sie war noch so jung. Aber die Sachen sehen bisher voll gut aus, Auron. Ja, man kann auch eigentlich relativ einfach benutzen. Man kann die einfach irgendwo hinpacken. Ne? Mhm. Entweder kann man die da drinnen laden, indem man in diesen Dock auf Laden klickt, oder man macht einfach einen Knopf dran. Nee, ja, die Oberschule habe ich immer noch nicht gebaut. Voll krass. Wer braucht schon eine Oberschule? Wer braucht Bildung? Echt mal. Ja. I like that. Oh mein Gott. Mit der Lavalampe geht das auch schon. If you want the best, you have got to go big. That's why our cameras are the biggest on the market. Deine ganzen Möbel sehen voll cool aus. Our lenses the longest. Cameras aren't paperweights. Ja, ja. They're tools. Ja, ja. Habe ich auch noch eine ganze Kiste vollkriege? Was mache ich denn jetzt? Hast du denn dein Hydrobi-Haus schon fertig? Ja, das habe ich fertig. Damit bin ich ja schon gestern fertig gewesen. Vor allem, ich habe schon gesehen, weißt du, ich war jetzt einen Tag lang nicht auf dem, zwei Tage nicht auf dem Server und ihr habt da hier, ne, so viel Zeug neu ja, gebaut. Ja, wir sind eskaliert. Also, ne. Also ich bin überlegen, nehme ich ein Darlehen auf, um die Schule zu bauen? Ich sollte den, den ich habe, erstmal bezahlen. Ja gut, warte, wie viel fehlt da? 2 Mal jetzt. Dann ist das nämlich erstmal weg von der Liste. Würde ich selber gerne. Ist zwar eine Einzimmerwohnung, naja, Zweizimmerwohnung, aber... Weit. Nick, wobei, Quatsch. Ups. Oh, 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 oh. Einzimmer. I fucked up. Okay. Das meint ihr mit Industriegebiet. Oh, scheiße. Fuck, fuck, fuck. So, jetzt. Jetzt sollte es richtig sein. Was ich als nächstes mache. Da, ja, das meintet ihr. Ihr meintet nur vorhin irgendwas mit von wegen Industriegebiet und ich so, hä? Was wollt ihr? Was ist jetzt das Problem? Hm? So, ja, gut, das haben wir jetzt ja. Hat sich ja noch geklärt. Stadt brennt noch nicht. Bulldozer. So, nächstes Ziel muss wirklich eine Oberschule sein. Das ist jetzt essentiell mittlerweile. Kann ich die hier in Kreisverkehr drücken? Kann ich hier irgendwas? Nee. Ich kann nichts in den Kreisverkehr bauen. Außer Bäume. Ey, wir haben fast schon wieder das erreicht, wo wir beim letzten Mal draufgegangen sind. Ich habe im Industriegebiet echt... Warte, was? Industriegebiet, das Gelb, weißt du? Das ist doch alles... Das ist doch alles hier Industrie. Nee, das ist keine... Oder? Gewerbegebiet ist blau, Industrie ist gelb. Machen wir mal so. Ja, da habe ich abgefuckt. Ja, there I fucked up.
Da habe ich mich vertan, ja. Problem behoben. So, Oberschule. Muss jetzt sein. Ist aber ein großes Ding. Hier kann ich doch gerade irgendwie... Hier. Die Oberschule am Kreisverkehr. Oberschule am Kreis. So. Ich bastel immer noch in Ruhe ein paar Sachen. Bastel später wieder. Bödüm. Wie teuer ist ein Kreisverkehr? Eine Menge. Alter, also okay, so ein großer. Das ist ein kleiner. Das so mache. Machen wir mal so. So ein kleiner kostet gar nicht so viel. Und da kann man noch Zeug reinbauen. Ist halt ein kleiner. Ja, ne? So ein kleiner. So, kommt noch ein Edeka neben das Ding. Also dafür, dass du sich in anderen Spielen händering gegen den Edeka wehrst. Ja, hier baue ich ihn ja. Das ist was anderes. That's different. Na, wer von euch will in einem Kreisverkehr wohnen? Er wohnt in einem Kreisverkehr ganz tief im Meer. Dank den Abgasen niemand mehr. Warte mal, kann ich? I can. I have an idea. Oh Gott. So fangen schlimme Dinge an. Stimmt doch gar nicht. Hol, hab mal ein bisschen Vertrauen in mich. And he was like, nah. Nah, nah. So, warte mal, warte mal. Es ist nicht so, dass ich kein Vertrauen in ihn habe. Die Frage ist nur, worin ich Vertrauen habe. Totale Ausrottung und Massenvernichtung in seiner Stadt immer. Ich habe jetzt nicht ernsthaft gerade einen Spielplatz in den Kreisverkehr gebaut. Das wird lustig. Ich sehe, jetzt es bilden sich hier langsam Staus. Es bilden sich neue Probleme. So, oh, ihr habt hier die ganze Zeit kein Wasser. Sorry, sorry, habe ich vergessen. Na, ein bisschen höher. Na, ein bisschen tiefer. Jetzt habt ihr Wasser. Shut the fuck up. Oh, ich brauche bald neuen Strom, ey. Okay, dann. Müssen wir uns bald ein neues Kohlekraftwerk leisten, so wie es aussieht. Kohle. Oh ja. Oder je nachdem, was günstiger kommt. Wie viel kostest du? So ein Windkraftwerk kostet 12, Kohle kostet 19. Und das Windding können wir ja hier auch noch einbauen. Das ist ja nicht das Problem. Doch, das ist machbar. Das ist im Bereich des Spielbaren. Hab
schon wieder das falsche Gebäude terminiert. Ich wäre ein schrecklicher Abrissleiter. Kommt drauf an. Machen wir mal so noch. Vielleicht entschärft das ja noch ein bisschen die ganze Situation. So. Ich meine, noch haben wir Strom, aber... es geht. Besser nicht drauf ankommen lassen, ne? Ich mach kein Pentagramm, hallo? Was ist denn hier los? Wofür brauchst du ein Pentagramm? Willst du Mauro beschwören? Ja, ich weiß. Gut, ich muss also wieder mehr Dings bauen. Müssen wir so machen. Es ist erstaunlich, weil irgendwie jetzt habe ich das Gefühl, diesmal wollen die Leute einfach nur mehr Wohnraum. Als alles andere. Weißt du? Sie wollen was? Mehr Wohnraum. Na, dann gib ihnen Wohnraum. Ja, ich versuch's ja schon. So. Level up, level up. Jeder levelt ab hier immer. Ich finde das irgendwie immer merkwürdig, dieses System. Ach, Wasser habt ihr auch alle. Sehr schön. Ich wage es ja kaum zu sagen, aber ich habe so das Gefühl, diese Stadt läuft um einiges besser als die letzte. 3, 2, 1. Fuck you. Are you entertained? Ah, ich denke mal, ich kann hier von. Ich find's auch geil, wie das Spiel dir immer sagen will, dass du neues Land kaufen sollst. Aber was soll ich mit neuem Land, ne? Wenn ich noch nicht mal das alte wirklich ausnutzen kann. Ob ein neues Land. Virginia Company. Was? So in etwa, ja. Schland. Schland. Wir schießen uns eine Rothaut. Gesunder Patriotismus klingt für mich wie, wie war das gleich? Wie gutmütiger Tumor. Ja, genau. Oh, das ist einer unzufrieden. Oh, das tut mir aber leid. Pussy Lips. So, das sollte unseren Strom eigentlich wieder ein bisschen ankurbeln. So langsam, jetzt begreife ich zum Glück auch das ganze Stromnetzwerk. Das war, glaube ich, echt so einer der größten Knackpunkte gewesen. Und immer noch, die wollen immer mehr Wohngebiete. What the fuck? Ich komme gar nicht hinterher mit dem Scheiß. Und immer mehr Wohngebiete. Und überall fahren sie mit ihrem Blue Falcon rum. Weil da fast kein Wind ist. Ah, okay, gut. Ja, bauen wir halt bei der nächsten Gelegenheit nochmal ein Kohlekraftwerk.
jetzt gerade funktioniert. Dafür das hat es ja jetzt gereicht, zum Glück. Baue ich bei deinen nächsten... Wobei, warte, wie viel war das nochmal? Das ist 19.000. Ich warte damit nochmal ein bisschen. Jetzt läuft ja gerade alles eigentlich. Oh! Hier brennt ein gesamtes Industriegebiet. Naja, nicht ein gesamtes, aber ein bisschen. Ja, es hat gebrannt. Okay, alles wieder cool. So, dann wollen wir doch mal schauen. Ja, wir können uns wieder ein Kohle... Wir greifen uns noch ein Kohlekraftwerk. Genau neben das andere. Lecker, lecker Umwelt. Wer braucht denn Umwelt wohl? Das müsste unser Strom... Ja, unser Stromproblem ist erstmal wieder gelöst. Und schon wieder neue Leute. Alter. Ich habe echt das Gefühl, die Bedürfnisse sind diesmal komplett anders als letztes Mal. Weißt du? Weißt du, ich komme nicht mal mit den... Ich komme mit den Straßen ja nicht mal hinterher. Deswegen halten wir jetzt mal auf Pause hier. So, Andys Rat befolgen, Kreisverkehr. Das war dumm, der war groß und teuer. Nee, ich möchte normale Straßen wieder bauen, danke. Like this. Ja, ne? Also in sich ist das für die Einwohnerzahl echt irgendwo... Ist ja gut, ihr kriegt wieder mehr Wohngebiete. So, einer muss dafür dran glauben. Like that. Das war doof. Das war auch doof. Ah, das ist schon besser. So. Kriegt ihr wieder neue Wohngebiete? Scheint ja heiß begehrt zu sein, die Stadt. Oh mein Gott. Er gibt uns Häuser. Er gibt uns Häuser. Wir dürfen hier Geld ausgeben. Er gibt uns Obdach. Vor allem 69 Tweets und ich habe mir nicht einen angeguckt. Das ist so ein unnötiges Feature. Ja, doch. Vor allem, wenn es wenigstens Sachen wären, die entweder A, hilfreich wären oder B, irgendwo sich nicht alle zwei Minuten wiederholen würden, ne? Aber die Scheiße wiederholt sich ja ständig. Und alles immer mit diesem verschissenen Hashtag. Ja, das ist so lächerlich. Ölkraftwerk. Ja. Ah, jetzt hätten wir auch Ölkraftwerke, noch mehr Krankenhäuser, Feuerwehrhaus. Und diesmal können wir so einen Kram tatsächlich bauen. Ja, Mensch, ne? Oh mein Gott. Kann es sein? Hat er es erreicht? Hat er Infrastruktur?
Was hast du immer mit deiner Infrastruktur, Alter? Ich hab zwar immer noch keinen Busverkehr, ne, immer noch keinen Busverkehr, aber... Ne? Alter, die neuen Häuser kosten aber auch Kohle, also... Holla die Waldfee. Ich mach erstmal einen Bus-Teil. It starts here. It startles me. It startles me. Und dann... Hat angefangen. Machen wir das so. Erstmal so, dass man durchs Gewerbegebiet kommt. Irgendwie. Alter, diese Linien denken sich aber auch manchmal den Scheiß nur aus, ne? Also die Buslinien. Alter, ich möchte da unten... Hallo Spiel, ich möchte da unten, bitte. Alter. Hey. Das denke ich mir gerade echt. Ich habe echt das Gefühl, das Spiel denkt sich, hey, nochmal. Ich möchte bitte, nein, so, nein, hallo. Ja, von mir aus, mach's halt so rum. Wo ist denn der Punkt, wo ich wieder anfangen muss, da unten? Passt. Das ist jetzt eine Busverbindung und die andere mache ich hier irgendwo. Das Prinzip von der Verbindung hast du aber verstanden, dass du da, wo du zwischendrin hinklickst, eine Busverbindung entsteht. Ja, ja, das ist dann eine Haltestation. Das habe ich verstanden. Gut, gut. Dann ist ja gut. Ich muss mir aber echt bald ein neues Land kaufen, wenn das so weitergeht. Vor allem, ich komme nicht hinterher mit dem... mit Gelände. Old-fashioned family restaurant at the old grain mill, from our family to yours. At the Forest Foundation, we care about three things. Tree things, nature things, and the third thing, bird things. The homes of native birds are being destroyed in an alarming rate. That's why our goal is to give a birdhouse to every bird on Earth. Jetzt erzählt man mir hier irgendwas über Vögel. It's time we invited birds indoors with the rest of us. Do your part and text. Die Vögel wieder gebracht, die Vögel. You can either be part of the problem or you can be with us. The forest. Der große Baumeister entscheidet, wo die Sonne scheint und wo nicht. Was war das denn überhaupt gerade für eine Werbung? Du kannst entweder Teil des Problems sein oder du kannst dich uns anschließen. Alter, das ist auch mal passiv aggressiv. Dinge können kaputt gehen. Ja, genau so. Genau so klang das gerade in diesem Werbespot. Sie haben da aber eine schöne Stadt gebaut. Es wäre doch schade, wenn sie zu Bruch gehen würde. Viel so suffering. Das tut mir, das würde mir ja echt, Alter. Oh. After I landed on Mars, my musical preferences have slowly gravitated towards the works of Mozart and Haydn. Now I can't stand Baroque music at all. I have no explanation. Was ist das auch für ein schrecklicher deutscher Akzent gerade, den ich hier vernehmen muss? I am sie not. Okay, nee. I want the simple war. Ganz ehrlich, ich musste gerade echt, als ich die Frau da gehört habe, ne, hatte ich echt die ganze Zeit an hier den Oberst aus aus Helsing gedacht. I want a simple war. Also mein Industriegebiet ist gerade hart am Verrecken, also.
Ich schätze mal, das liegt immer daran, weil nicht genug Leute da wohnen, um zu arbeiten wahrscheinlich, ne? Denn noch was sie schreien, zu wenig Arbeiter etc. Nee, sie meinen immer, warte, was meinen die? Ja, nicht genügend Arbeiter. Dann heißt es, dass nicht genügend Leute da sind, die arbeiten würden, ne? Würde ich jetzt mal schätzen. Waghalsige Vermutung. Ja, ich spiele das hier relativ zum ersten Mal. Noni! I'm just doing my thing. Ah ja, guck mal, danke für die 5 Bits. No. Mein Versuch jetzt hier schon gerade wirklich noch einiges. Das war an. Lecker. Was gab's denn? Ich hatte mir heute Mittag süß-sauren Reis mit guten Geschnetzelten gemacht und davon hatte ich noch was übrig. Lecker. Sounds delicious. Reis ist immer gut. Müsli, yum, yum, yum. Okay, ich mal gerade eine richtig krass geile. Ich male alleine. Ich baue gerade eine Bank. A Bank? Keine. Also, so mit Geld und so, ne? Nee, wirklich. Ich hätte ja auch eine Parkbank meinen können. Das ist wahr. Oder eine Powerbank. Nani! Na, wow, Gott, ist alles, was so bei deinem wirren Humor zutreffen könnte. Exakt. So, machen wir das hier halt auch alles zu Wohngebiet? Okay. Ihr wollt unbedingt hier wohnen? Gut. Tue ich euch den Gefallen hier? Ja. Wohngebiete bis zum Kotzen. Und passt auf, bald gibt's noch einen Kreisverkehr. Man munkelt, Leute ziehen nur wegen diesem Verkehr dorthin. Aha. Schon wieder das falsche Haus abgerissen. Was? Ich muss echt aufhören, immer die falschen Häuser abzureißen. So, Leute, geht arbeiten jetzt. Die Industrie. Die Industrie, sie kackt. 82 Tweets and I don't care about one. Alter. Das kann doch nicht wahr sein. So. Nu ist mal gut hier. Jetzt haben wir um erstmal Wohngebiete hier. Boah, meine Fresse, Kinders. Machen wir mal hier ein bisschen Blue, Double D, Double Die. Da können wir sonst zur Not noch hier. Was willst du? Einrichtung voll. Einrichtung bauen und dort Fortlauf der. Okay, warte mal. So, wie funktioniert das jetzt damit? Hier ist jetzt. Noni! Mal über ein Stück Straße weg, da gucken die bestimmt alle doof. Gebäude in andere Einrichtungen leeren, ja. Muss ich ja, ne? Ach, die Müllhalde. Ja, die ist ja voll. Kann man ja nichts machen. Naja, musst du jetzt zwangsweise erstmal machen, bis du auf dem Stand bist, dass du Müllverbrennungsanlagen bauen kannst. Ich hoffe, das kommt bald. Was dauert ein bisschen. Was war das denn gerade für ein Elefant? Tada. Die Liga der Schatten, sie ist wieder da. Das ist aber eine schöne Stadt, die sie da gebaut haben, Herr Tierlieb. Das wird der Liga aber nicht gefallen. Städte kommen, Städte gehen.
Genau so, ja. Genau so. Das ist die Liga der Schatten. Aber wow, wenn das so weitergeht. Also wir haben erstmal das, was wir beim letzten Mal elendig lang gemacht haben, haben wir jetzt schon bei weitem wieder überholt. Also, I'm learning. I'm slowly learning. I'm learning, can you hear me learning? Can you hear me röhring? Gimme, 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 gimme röhrig. Sagt ihr kein Wasserverfügbarkeit? Ach ja. Und ein Friedhof braucht ihr auch mal wieder. Hier. Take this one. Muss ich den Friedhof da jetzt auf? Warte mal. Weil der Friedhof hier steht, der ist noch nicht voll. Wahrscheinlich passt noch eine Leiche rauf oder so. Ja, wahrscheinlich. Huch, ist gerade wer rausgeflogen? Gute Frage. Weil wieso ist jetzt hier... Andy ist raus. Wieso ist jetzt mein Wasser wieder... Verbinden Sie Wasserpumpen. Na, ich könnte ja auch mal das Budget für Wasser mal ein klein bisschen hochsetzen. Wasser! Beziehungsweise... Ja gut, das hat sich schnell erledigt. Ich muss mal ein paar neue Dings hier wieder machen. Industriegebiet einmal ausmalen. Recycling, Rauchverbot. Ich rutsch die ganze Zeit weg. Und mach, hier, und mach so ein Viertel einfach mal krasser, als es sein soll. Hallo? Hallo. Hey, da bist du ja wieder. Etwas ließ sich nicht löschen, also musste ich neu starten. Was mit Schlafen, was? Etwas ließ sich nicht löschen, also musste ich neu starten. Ach so, ich habe irgendwas. Ich habe original gerade verstanden, wenn du gerade so leise warst oder so. Ja, irgendwie so, da. Und dann bin ich eingeschlafen. Und ich so, hä? Alter, meine Katze schnarcht. So. Packt eure Leichen da ein. Obwohl ihr eigentlich, ne, mehr als genug noch auf dem Friedhof Platz ist. Deswegen bin ich da immer so verwundert, was das angeht. Alter, wie langsam ist das? Oder warte, ist der voll? Der ist bei weitem noch nicht voll. Also wieso... Achso, jetzt. Achso, ihr wollt die Leiche nicht weiter als 2 Zentimeter tragen. Ja gut. Ihr faulen Säcke. Das reicht mich an. Das ist tot. Das kann ich auch. Das, ja. Müllberge. Ja, ihr habt eigentlich hier nicht so weit weg Mülldeponie. Hast du schon eine Verbrennungsanlage für Leichen? Nee. Nee, leider nicht. Hä, hey, warum? Ein Äschern ist doch komplett normal. Krematorien kommen später dazu. Da wirst du Leichen los. Cool. Leichen verbrennen. Menschen abfackeln. Das ist einer meiner Lieblingssachen, die ich abfackel.
Okay. So. Das Haus brennt, das geht gar nicht. Das ist, es regnet. Wieso habt ihr manchmal so random Wasserprobleme? Und wieso ist die Verfügbarkeit vom Wasser jetzt wieder so hinüber? Sind die Rohre dann überlastet oder wie kann das sein? Sind auf einen Schlag ganz viele Leute dazugekommen? Nö, die sind da jetzt schon länger. Und was ist mit der Zeit runtergekommen? Jetzt geht's wieder? Nee, es plömpt jetzt wieder hoch und runter aus irgendeinem Grund. Das begreife ich immer noch nicht. Brauche ich jetzt eine zweite Pumpanlage, oder? Ja. Okay. Die kann ich aber ans selbe Netz anschließen, ne? Das ist ein und dasselbe Netz. So, there we go. Und das löst mein Problem. Aber ich brauche wahrscheinlich noch ein zweites Abwasser-Ding jetzt auch. Packen wir. Ich muss immer davon ableiten, was auf der Skala steht. Ja, brauche ich. Ist halt ganz logisch, je mehr Leute da sind, umso mehr Scheißen aus. Ja, macht Sinn. Und Abwasserproblem auch gelöst. Okay. Ja. Alle Leute gehen kacken. Alle Leute gehen kacken. Ja, genau. Strom geht auch schon wieder langsam zur Neige. Uiuiui. Ich will auch mal langsam gern andere Sachen bauen, außer immer nur Strom und Wasser. Weil ich gebe schon immer mein Geld wirklich immer nur für das aus, wo es eigentlich Not tut. Deswegen bin ich jetzt... I don't get it. So, okay. Wohnt hier von mir aus. Jetzt muss ich mir langsam wirklich bald neues Land kaufen. Weil mir der Wohnraum ausgeht so langsam. Fortschritt ist wunderbar. Ich meine, neues Land ist ja nicht so teuer, ne? 5000. Wieso kostet das jetzt hier auf einmal so viel mehr? Ist das wegen der Hauptstraße, die da ist? Ich muss jetzt erstmal gucken, dass ich hier mal ein paar wichtige Sachen rankriege. Krankenhaus. Wieso? Ach so. 65.000. Alter. Alter Verwalter. Und ein Feuerwehrhaus kostet genauso viel. Das ist alles jede Menge Geld. Gut, dann machen wir das jetzt erstmal so. Viel Geld. So, sorry, du musst weichen. Ups. Ups. Da habe ich wieder jemanden aus Versehen vergrault. Um genau zu sein, ich habe sein Haus gebulldozert. Ja, das kommt nie gut. I think I did it again. Ups, I did it again. Jetzt. Jetzt habe ich sein Haus nicht weggebulldozert. Er hat zweimal gebaut, diesmal habe ich es tatsächlich stehen lassen. Bester Bürgermeister. Ich bin stolz auf dich. Ja, ne? So, meine Mietzahler, ey, meine Mitbürger.
Los, meine Mietsklaven. Genau. Das Problem ist jetzt, weil wieder so viele neue Leute dazukommen. Ihr braucht nicht noch mehr Industriekraftwerke. Nutzt erstmal das, was ihr habt, richtig. Das. Ja, findet ihr nicht so witzig, ne? Wieso eigentlich? Warte mal. Habe ich da schon wieder Scheiße gebaut? Achso, das ist... Das ist New Tokyo hier. Ja, ich habe aktuell immer noch ein ziemliches Müllproblem. Weil das hier irgendwie viel zu lange dauert, um mal leer zu werden, Alter. Wann kriege ich endlich Müllverbrennung? Ja, aber das scheint ja so wichtig zu sein. It's our way of saying we hear you. So don't be silenced when opportunity calls. Oh meine Güte, schalte denn diese verkackte Werbung ab. Don't you want money for nothing? Yeah, you do. What's the catch? There is one. Halt die Fresse, Danny DeVito. Our 3-day sleepaway camp is the perfect place to strike it rich. Who are we? Well, we're the number one dream makers in the region. And you are a motivated, driven, confident individual who has a desire to make it big. Große Kleinstadt, bitte sag mir, ich kriege jetzt Müllverbrennung. Ne, neue Richtlinien. Dicht besiedeltes Wohngebiet. Dicht besiedelt. Oh Gott, jetzt wird's kompliziert, richtig. Müllverbrennung, da, there we go. Anglerinseln, Universität, U-Bahn, Pokémon-Gym. Okay. Okay, was sind jetzt dicht besiedelte Kaufhäuser, Supermärkte, wo Bürger viele Möglichkeiten Geld ausgeben haben? Und dicht besiedeltes Apartments. Ah, ach so, Mehrfamilienhäuser. Ja. Also gerade eben hat es so die Tante Emma Meilen und Einzelhäuschen, jetzt kommen dann Mittelstadt. Praktisch. Aber erstmal, das ist viel wichtiger, ich brauche jetzt eine Müllverbrennungsanlage. Das ist most important. Ja, finde ich nicht so witzig, ist mir egal. Muss sein. Ich sollte vielleicht auch mal speichern. Neo Fischmarkt City. Ich kann das nicht City schreiben. Muss natürlich dran. So. Ja, natürlich muss das dran. So langsam löst sich halt das Problem. U-Bahn ist super, okay. So wie ich das immer von Hohl verstanden habe, ist U-Bahn mega kompliziert. Nee, es ist halt nur scheiße leidig, den Kack zu verbinden. Genauso wie Busse nach einer Weile. Huh. Also wenn du mal so 3-4 Buslinien übereinander gelappt versuchst, die irgendwie zu verknüpfen, dann merkst du es. So rudimentär ist so 2-3 Leitungen und eigentlich immer okay. Jetzt gerade, ich muss jetzt unbedingt mal auf ein Krankenhaus sparen. Ich habe keine Lust, dass dasselbe wie letztes Mal nochmal passiert. Weißt du, dass auf einmal irgendwie hier die Pest irgendwie ankommt oder so? Aber dicht besiedeltes Wohngebiet, ist das jetzt... Das ist doch eigentlich was Gutes, oder? Da hocken halt noch mehr Menschen auf noch kleinerem Raum. Also ist es was Gutes. Ja, gerade eben hast du halt so diese ganzen Vorstadtdinger gehabt. Jetzt hast du Stadt. Später kommen dann wohl Hochhäuser dazu. Was sagst du, Liu? Hier ist jetzt erstmal dicht besiedeltes Overlordland. Effektiverweise brauchst du jetzt halt weniger Platz für noch mehr Menschen. Wenn ich halt solche Häuser baue, ja.
kann ich nicht einfach so machen und dann einmal stretch. Offenbar nicht. Also muss ich jetzt einmal. Ja, oh. So. Ihr könnt gleich wieder einziehen. Ihr braucht euch denn nur den Platz mit mehreren Leuten teilen. Wow, die Gebäude sehen gar nicht mal schlecht aus. So, jetzt haben wir Leute, jetzt brauchen wir Industrie. Was ist das jetzt hier? Bürogebiet. Ist jetzt Büro... Zu was geht jetzt Büro? Ist das jetzt auch sowas wie Industriegebiet oder... Also unter welches Bedürfnis geht das? Da finden sich Bürgerarbeit, sollten über Universität verfügen. Ja gut, das teilt sich dann halt auch, glaube ich, noch über die Bildungsgrade aus. Also die Höhergebildeten hocken dann eher in Büros etc. Ja, das habe ich auch gerade gelesen. Und die Blöden hocken halt in der Fischkonservenfabrik. Basically. So, Krankenhaus, ganz wichtig. It's a cookie. Ich habe keine Lust, dass das nochmal passiert. Mensch, du klingst aber gut. Ja, ich habe Rückenschmerzen ohne Ende. Da baust du einmal ein Krankenhaus und schon knallst du ins Minus wie ein Gorilla. Aber das biegt sich ziemlich schnell wieder aus. Jetzt muss ich mir wirklich bald neues Land kaufen. Neues Land. Bürogebiet ist Industrie, okay. Sollte ich nur nicht so viel bauen, weil ich da irgendwie dann halt auch die hochgebildeten Leute brauche, also die Streber, sag ich mal. Und wenn die Leute den jeweiligen Grad haben, wandern die da ja dann automatisch rein. Oh, warte, ganz wichtig, ich brauche jetzt... Warte mal, wo ist jetzt die Müllverbrennungsanlage, die ich gebaut habe? Hier. Die verbrennt jetzt feuchtfröhlich vor sich her. Nicht genügend Kunden. Es sieht fast aus wie ein Daumen nach oben, den ich hier gemacht habe. So, das hier könnte die Faust sein und das hier ist der kleine Daumen. Kommt das ganze Zeug jetzt sowieso immer in die Verbrennung, oder? Hm? Also, das mit der Müllverbrennungsanlage bin ich noch nicht so ganz raus. Also, du kannst befehlen, dass explizit geleert wird, aber ansonsten fährt es nebengründig. Ach so. Also, weil ihre paar Spackos, die dann immer Zeug hinkarren, oder du sagst halt große Räume und Verkauf, alle Karren bringen jetzt irgendwie die Blöden das Zeug rum. Zumindest habe ich das so in Erinnerung. Okay. Aber zum Glück haben wir den Hardcore-Experten da: Mr. Tutorial. Der nicht mit uns kommuniziert. Er steht über den Dingen. Er weiß es nicht besser. Oh, ich habe wieder keinen Strom. Da werdet ihr noch ein bisschen mitleben müssen. Ich habe jetzt nämlich gerade kein... Ach du Scheiße. Und plötzlich... Plötzlich ist Strom ausverbraucht oder sowas. Und es breitet sich natürlich auch aus wie ein Virus. Ja, mal gucken, vielleicht fängt sich das ja gerade nochmal.
Also es ist auf jeden Fall noch ein Kohlekraftwerk nötig. Gut, dass ich hier oben noch Platz habe. Ölkraftwerk. 50.000. Ja, aber es sieht ganz danach aus, als müsste ich mir doch nochmal ein Darlehen zulegen dafür. Ja, komm, einmal. Für ein fixes Kohlekraftwerk. Jetzt haben wir drei Kohlekraftwerke direkt nebeneinander. Die Kohlekraft, sie gibt die Kraft. Ah, natürlich, diese Mehrfamiliendinger, die fressen natürlich jetzt auch ungemein Strom, ne? Ja, natürlich. Ah, ja, das habe ich natürlich. Was davor waren alles hübsche Einfamilienhäuschen. Ja, mit weißem Gartenzaun. Und jetzt, wo die hier natürlich wohnen, haben wir klar jede Menge Leute zwar da, aber auch jede Menge Stromfresser. Ja, klar. Oh, schnell. Da ich noch keine Universität habe, brauche ich auch noch keine Bürogebäude. Das wäre ja bescheuert. Ich brauche mal wieder einen Kreisverkehr, das brauche ich. Aber nur einen kleinen. Das ist der kleine. Ich brauche einen Kreisverkehr, aber nur einen kleinen. Zu mitnehmen. Shit. Vielleicht ist irgendwie... Kann ich. Nice. Ich kann nur nichts sehen gerade. Das haben wir jetzt auch ein bisschen besser verbunden. Ihr habt schon wieder nicht genügend Leute, weil hier... Ja. Was sagt mein Strom? Ja, mein Strom geht jetzt wieder nach oben. Ist der Strom oben, wird man dich loben? Okay, gut. Sind die Ströme oben, wird man dich loben. So, warte mal, dann machen wir hier noch so. Hier wieder ein paar kleinere... Oder wieder Industrie, wie kommt das denn? Vor allem wollt Industrie, obwohl nicht mal genügend Leute da sind, die arbeiten würden. Ihr seid mir welche. Das hält doch die Industrie nicht auf. Hm. Ist es das da noch nicht? Oh, weil ich da eine Reihe mit Häusern offen gelassen habe. Das erklärt, warum hier noch nicht längst sowas ist. Okay. Ja, neues Grundstück ist jetzt mittlerweile echt bald nötig. Was wollt ihr denn jetzt? Nicht genügend Rohstoffe? Was soll ich denn da jetzt gegen machen? Keine Rohstoffe. Sorgen Sie dafür, dass Rohstoffe, LKW... Eine bessere Straßenanbindung an die Highway. Ja, das kann ich jetzt nicht mehr machen. Ich merke schon, also... Rundverkehr, würde ich gerade sagen. Das ist das einzig Wahre.
Machen wir mal. Ihr wollt mehr Industrie? Hier. Baut doch Industrie von mir aus. Aber wir wollen mehr Industrie. Ja, mit Autobahn. Ich glaube, das hier wäre gar nicht mal so schlecht, wenn ich das hier kaufe nachher. Warte mal, wie teuer ist das? 5.100. Komm, kaufen wir jetzt mal. Jetzt haben wir mal Land gekauft. Und da kann ich ansetzen? Ja, ach so. Das ist jetzt schon quasi ein fertiger Highway, wenn die so schon fertig auf dem Land sind, ne? Also das Vorhandene auf der Karte, das ist fertig, ja. Wir sollten noch die Anbindung anschließen. Eben. Geht das auch über Wasser? Naja, wenn du eine Straße ziehst, wird das automatisch in dem Gebiet zu einer Brücke. Brücke. Okay, warte mal, das will ich einfach mal machen, nur um es zu machen. Warte mal. Du willst einfach nur eine Brücke. Ja. Du willst dich einfach nur toll fühlen. Ja. Deswegen mache ich jetzt auch eine Brücke und keiner wird mich aufhalten. Müllberge, ja. Müllverarbeitungsstatus. Soll ich euch noch eine Müllverbrennungsanlage? Ja, ich komme jetzt ins Pokémon Gym Bildung. Ne, Müllverbrennung kostet 30.000, das habe ich gerade nicht. Ach ja, Shadow. Hä? Die nächsten Tage jetzt, ich glaube morgen oder so, kommt Finale Infernale raus, also Band 3 von Demon Road. Das ist cool. Ich wollte es dir nur gesagt haben. Ja, ich muss mal gucken, dass ich aktuell mal wieder, dass ich mir eventuell mal irgendwann wieder Bücher zulege. Ich muss erstmal gucken, dass ich den American Monsters erstmal lese. Weil ich habe so viele Bücher, die ich noch lesen muss. Fuck it, ich will jetzt erstmal eine Brücke. Genau. Like this. Ich würde ja da nicht mitfahren, also, aber okay. Sie wohnen jetzt seit 30 Jahren an der Autobahn. Gibt es irgendwelche Folgeschäden? Nein, 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 nein. Okay, gut. Guter alter Otto Walkes. Wasseranbindung? Wo? Oh, shit. Habe ich echt vergessen da oben. Ja, geil. In der Zeit sind die meisten schon wieder ausgetrocknet. Ja, da habe ich noch nicht weit genug gezogen. Ausgetrocknet da hinten, Tümpel. Genau. So. Jetzt sind die meisten dadurch zwar bankrott gegangen, aber... Ja. I know what you're thinking. Officially unlicensed since 2005. Alter, ich stehe echt schon wieder kurz vor dem nächsten Level up. Als kleine Stadt. Kriege ich Güterzugbahnhöfe, Bahnhöfe und ein Wasserkraftwerk. Alter, wie cool. Looks like someone's horsing around. Gib ihm keinen Bahnhof. Okay, easy, easy boy. They'll play your favorite hits, give out great prizes, and laugh their way through your commute. Jimmy and the Stallion,
Stable Entertainment only on Cities Radio. No, shut the fuck up. This is Mars official radio with Penham as Nein, so will ich doch gar nicht. One of all the letters we received today comes from Earth, from my old astrophysics professor Aldous Lincoln. Oh, dear diese Penham, Werbung, ne? I am delighted to hear that you're working Alter. On Mars. It must be fascinating. You will inspire your listeners to examine thrilling realms across space, time and matter. You are Meta. Always welcome to a full-time position on the faculty here if you ever return to Earth. Take care, my friend. Love always. Dear Professor Lincoln, I don't know what to say. Please roll the next song. Ja, das habe ich ja nur nicht schon mal gehört, diesen scheiß Clip. So. Das wird jetzt wahrscheinlich wieder ins Strom knallen, ne? Ja, höchstwahrscheinlich. Mit der Miete hochgehen dabei? Nee, da bin ich schon hart am Limit, aber ihr könnt ein bisschen zahlen. Hey Lord Time, Lord Time meine ich. Moin. Ja, das ihr seid mir immer die Liebsten. Erst hier Industriegebiet haben wollen und dann ne. Ah ja, kein Wasser. Das haben wir aber gleich. Keine Sorge, Brutus, das haben wir gleich. Ups. There we go. Gott, ist die Erde gerade shiny. Kranke Burger. Ja, ich muss unbedingt jetzt mal auf sowas hinsparen. Aber es ist teurer Spaß, nicht? Kleine Stadt, yay! Wasserkraftwerk! Und Mad Cash, yo! Man kriegt echt Geld dafür, wenn man Level-Ups hat. Weg hier jetzt. Wait, what? Das Wasserkraftwerk kostet so wenig? Ich muss dafür einen Damm bauen? What? Ein Fließwasser, eine ähnliche kinetische Energie. Findet ein Fluss mit starker Geschwindigkeit. Bauen einen Damm und soll mit Strom zu erzeugen. Sick shit. Tu's nicht. Speicher vor. Was? Kann das den Wasserfluss zerstören oder was? Erinnerst du dich an meine Stadt, die einfach voll scheiße gelaufen ist? You said that, yes. Mhm. Deshalb speicher vorher. Du kannst, wenn du den Damm falsch baust, deine gesamte Stadt überfluten. Ach du Scheiße. Deswegen gibt es sowas wie Keimmauern. Das klingt risky. Ich möchte nur mal betonen, hier fetzt ein roter Blue Falcon über die Hauptstraße. Ja, genau. Genau. Er verfolgt sogar den richtigen Blue Falcon. Oh shit. Und hier ist ein Umbrella-Laster. Was, Umbrella bei dir? Ich hab Umbrella-Laster bei mir im Spiel drin. Du hast meinen Arbeitgeber? Ja, der tuckert jetzt gerade über die Hauptstraße. Er ist jetzt Ihr Arbeitgeber. Ja, ich arbeite für Umbrella Corp. Frag nicht. Warum? Weil ich für Umbrella Corp arbeite. Ein Gebäude ist abgebrannt. Oh, das tut mir aber leid. Mist. Würde mir ja stinken, wenn ich du wär. Oder es mich interessieren würde. Mhm. So, gut, dann machen wir. Sagen wir so. Aus meinem Auto wollen die aus der Umbrella Corp eigentlich am liebsten ein TerraSafe-Auto machen. Aber TerraSafe stinkt. Also ist Na, das Problem ist, der Charakter, ist den ich für die mache, ist leider von TerraSafe. Tut mir leid. Machen wir das mal.
TerraSafe stinkt trotzdem, die retten Menschen. Ja, voll schlimm, ne? So. Feuerwehrhaus hat zwar mega ins Geld geschissen, aber... Es ist eine Feuerwehr. Die brauchst du immer. Ja, leider. Und das sagt sie jetzt nicht nur, weil sie aus einer Familie voller Feuerwehrleuten kommt. Nein. Aber hey, man braucht immer irgendwen, der rumschreit. Der Fischmarkt läuft. Der Fischmarkt hier läuft auf jeden Fall besser als der letzte. And I still don't get why. Ich meine, klar, dieser Fischmarkt hat immer noch eine Menge Probleme. Aber es läuft um einiges besser. Kaufen Sie sich neues City Land. Hä? Fischmarkt City? Nee, das ist jetzt Neo-Fischmarkt. Es gab einen tragischen Unfall. Was hat Shadow gemacht? Nichts. Erinnerst du dich an diese Umbrella-Laster? Sagen wir, ja. Dinge wiederholen sich. Ah! Es gab eine Grippewelle. Mhm. Wir haben damit, ich hab damit nichts zu tun. Ich arbeite schon auf die Vollspasten. Das könnte im Grunde jetzt alles erklären, warum meine letzte Welt einfach so den Bach runtergegangen ist. Keks, willst du uns etwas erklären? Ich hab schon wieder das falsche Haus gebulldozert. Ja, uns ist gestern bei der Filmbörse der T-Virus kaputt gegangen. Das ist so ein Röhrchen runtergefallen. Ja. Das war aber nicht meine Schuld. Das war von Frank die Schuld. Er hat es fallen lassen. Ja. Er meinte also, ja komm, wir setzen uns jetzt da vorne in unseren Quarantänebereich rein, warten bis alle infiziert sind und dann haben wir Spaß. Kranke Ansichten von Spaß. Und du dachtest hier voll gerne, oder wie? Voll gerne. Wir hatten leider das Gegengift nicht dabei. Och, wie schade. So rein zufällig hattet ihr das nicht dabei. Bloß dazu, ich war gestern Claire. Und nicht Rebecca. Als Rebecca hat sie natürlich geguckt, dass sie da einfach regeln kann, aber nein. Und unsere Ada stand da, dachte ich so, ist nicht mein Job. Aha. Und ist gegangen. Was ist das jetzt hier? Ruft mich, wenn eine Over the Top Action Einlage ansteht. Ich wollte gerade sagen, ihr habt ein Krankenhaus literally da oben. Also. Ah, habe ich wieder vergessen. Oh ja, Wasser ist nicht lang genug. Gesichtsbremse. Ja, ich warte auf die Bilder von gestern. Ernsthaft, jetzt sind den hier, den paar Leuten die Miete zu hoch. Ein paar Meckersäcke gibt's immer. Ja, und das sind offenbar drei, die hier in der Nachbarschaft rumpimmeln. Ich bin mal kurz weg, ich geh mir mal kurz was zu essen machen. Jo. Okay. Jetzt ist wieder mega Demand nach, sag schnell, Häusern. Das wechselt sich echt wie andere Leute Unterhosen. So, warte mal, Cops. Polizeihaus, Hauptquartier, 60.000. Boah. Alter Verwalter, ihr habt's doch nicht mehr alle. Hier, ihr kriegt erstmal eine Polizeiwache erstmal. Das muss genügen. Meine Güte, muss ich mich ja bald hier weiter ausbauen, wenn das so weitergeht. Hier kann ich ja auch noch eine Straße rausbauen, manch. Wäre ja nicht mal so doof. Like this. So. Ein paar Gebiete können wir auch mal... Ah, jetzt geht mir langsam wieder der Saft aus. Noch ein Kohlekraftwerk. Ach komm. Was soll der Geiz, ne? Um der Umwelt zu helfen, musst du sie erstmal verletzen.
Genau. Gut gesprochen. Es ist wie in einer guten Beziehung. Es muss erstmal wehtun, damit es heilen kann. Genau. Das muss erstmal im Gesicht drücken. Das muss rühren, müsstet. Na, wobei ich kann auch noch einmal so ein Windding. Warte mal, wie viel ist das im Vergleich? Alter. Ne, warte. Unterhalt. Achso, das ist. Nee, das ist Unterhalt. Ja, gut. Der Unterschied ist natürlich schon brachial. Naja, noch ist es ja nicht zwangsläufig bei euch. Jetzt ist es zwangsläufig bei euch. Okay. Ich hab begriffen. Ah, shit. Zahlen wir mal einen kleinen Darlehen, nehmen den nächsten auf. Der bekannte Stromdarlehen. Also ein Ölkraftwerk, ich weiß nicht. Ich mal davon abgesehen, dass es 50.000 kostet, Alter. Hoppala. Jetzt müssen wir das nur irgendwie hier hinbauen können, effizient. Am besten ohne die gesamte Infrastruktur zu zerlegen. Holt's Lieblingswort seit neuem. Ah, there we go. Gelobt sei die heilige Infrastruktur. Dein Reich komme wie in Kenia, wie in Uganda. Alter, ihr könntet aus eurem Haus rausgucken und ein Krankenhaus sehen. Jesus Christ, ihr seid aber auch echt ein Haufen Weicheier. Boah, die neuen Gebäude fressen aber echt hart Strom, also... Fortschritt kostet. Und im Hintergrund hörst du nur eine Hyäne lachen. Hab's vergessen. Alter Verwalter, da muss ich mir jetzt echt mal Gedanken machen, wie ich denn echt an Geld rankomme. Damit ich mir hier Dings leisten kann. Mal so ein Ölkraftwerk. Moment, woran kann ich überhaupt sehen, ob ich Öl überhaupt habe? Da musst du über die Reiter arbeiten. Das ist so eine Ressourcenkarte, wo dann eben angezeigt wird, die schwarzen Felder sind dann zum Beispiel Ölgebiete, grüne sind für Landwirtschaft etc. Wenn du dann halt die Gebiete so entsprechend von den Vierteln absteckst, dann siedelt sich dort eher so eine Ölindustrie an. Stadtviertel, was haben wir denn hier? Ja, hier, den Verkehr muss ich mal irgendwann mir was einfallen lassen. Und wenn du halt das Zeug nicht vor Ort hast und jetzt halt über die Highways antransportiert. Ah, so. Das heißt, hier unten könnte ich ja auch noch Windkraftwerke ganz gut platzieren. Diese Reiter, die sehe ich erst jetzt da oben, weil das so ein kleines, so eine kleine Infoansicht ist. Das ist ein bisschen crippling. Da habe ich echt die gesamte Zeit kaum drauf geachtet, nur jetzt mit dem Strom halt. Aber hier muss doch irgendwo Lärmbelässe. Ja, im Gewerbegebiet soll sie auch nicht wohnen. Ah, hier, Öl. Da ist hier eine Menge Öl. Mitten im Wald, was? Sehe ich das richtig? Ja, komm vor, komm. Scheiße. Warte mal, ich habe hier nämlich nirgendwo sonst Öl. Würdest du jetzt dann halt dorthin gehen und sagen, ich klatsche ein Gewerbegebiet rein und ziehst dann eben das so ein Viertel rein mit diesem Markierungstool. Dann kannst du einstellen, Ölindustrie oder Forstwirtschaft etc. Was dann sehen sich entsprechend auch nur die ganzen Gebiete an. Was gar nicht mal so doof wäre. Ich könnte hier, hier unten, wo ja das Öl langsam anfängt, könnte ich ein Öldings hier... ein Ölkraftwerk hinsetzen hier unten und könnte das Ganze dann ja mit den Strommasten quasi
mit den Netzwerken in der Stadt verbinden. Technisch gesehen. Hm. Dann müsste ich nur das Geld erstmal für ein Ölkraftwerk haben. 50k ist eine Menge. Aber wo habe ich da jetzt für drauf geklickt? Verschmutzung? Nee. Sicherheit? Nö. Transport? Nö. Das hier? Nö. Das hier? Nö. Das hier? Ja. Erz. Habe ich hier irgendwo Erz? Naja. Ich habe Wald. Ich habe ein bisschen fruchtbares Land. Oh Mann, oh Mann. Oh Mann, oh Mann. In der Zwischenzeit wollen die Leute natürlich immer mehr Wohnung haben. Kann ich bei euch noch? Ja, stört offenbar nicht. Ich finde es viel interessanter, dass hier ständig irgendwie LKWs auf der Straße drehen. Mal gucken, wie lange brennt dieses Gebäude jetzt. Ach, da ist er ja. Da ist ja Optimus Prime. Mit Verstärkung. Hat Bumblebee mitgebracht. So, du leerst das Ding mal wieder. Dass die Dinger sich so elendig langsam leeren, ist auch echt manchmal lästig. Mal, wenn ich aber da das Budget vielleicht ein bisschen erhöhe beim Müll. So ein paar Prozentchens. Könnte eventuell hinhauen. Dann haben wir immer noch unsere Müllverbrennung. Deine Milfverbrennung. Darüber müssen wir diskutieren. Ja, let's talk about this. So, warte mal, aber dann können wir vom Highway. Was? Wieso nicht? Was ist das denn? Bahnnetz? Wer hat das denn hier hingesetzt? Ja, das ist halt so der Anschluss, an dem du anbauen kannst. Ah. Ja, aber jetzt und ist irgendwo muss das ja kommen. Irgendwo ist mir der Scheißkorde egal. Ich will da eigentlich nur. Ich will da drüber bauen, eigentlich. Drei Bahn. 16.000? Für so ein Ding, was aussieht wie Optimus Prime? Alter Verwalter. Das Ding sieht echt merkwürdig aus. Ich will doch nur da drüber bauen. Wie. How do I do? Oh Gott, wie war nochmal die Tastenkombi, um Brücken hochzuziehen oder unterirdisch zu gehen? Da gibt's eine Tastenkombi, mit der du halt deine Straßenverläufe unterirdisch setzen und oder hochziehen kannst. Ich brauch nur eine Straße, um da über dieses blöde Bahnnetz zu kommen. Da müsste ich eine Straße mal ein bisschen höher setzen. Im Zweifelsfall mal drauf hoffen, dass einer im Chat gerade die Tastenkombi weiß. Müllverbrennung macht auch Strom. Ach, was? Ja, habe ich ja vorhin gesagt. Ach ja, stimmt ja. Habe ich nur nicht so auf dem Schirm gehabt. Und je mehr Müll die produzieren, umso mehr Strom gibt es. Ich versuche nur jetzt. So bezwingen wir die Natur. Warte, was ist das hier? Anhebungsschritt. Anhebung, ja, das müsste Brücke sein. Ups. Das wollte ich jetzt nicht. Anklick umschalten. Wie, how do I Brücke? Komm, was ist Straße verbessern? Kann ich einfach die Straße zu einer anderen machen? Ja. Ah, cool. Das ist Straße verbessern. Good to know. Ein Feature, das ich nie benutzt habe. Naja, bevor du eine Straße komplett abreißt. Einmal Straße. Ich meine, ich gern. Straße verbessern. Autobahn. So, bin wieder da. Autobahn mit Lärmschutz.
Ey, Meister. Weiß das gerade irgendwer, wie man Straßen so etwas höher baut? Das ist gerade wirklich ein Struggle. Nee, auch nicht. Wow! Ich habe auf jeden Fall den Zoom-Raus-Knopf gefunden. Ich meine etwas. Die Bild-Auf-Taste am Nummernblock? Bild auf. Könnte hinhauen, Bild ja. Bild auf. Bild hoch. Hier, warte. Tatsache. Und Bild runter wahrscheinlich. Welcher. Was benutzt bitte die Bild-Auf-Taste heutzutage? Du, jetzt. Außer ich jetzt. Jeder andere später. Er hasst mich. Yes, I do. Aber das ist generell. Bild-Auf-Taste. Alter. Okay. Warte mal, jetzt muss ich mal kurz gucken wieder. Wo ist das Öl? Da ist das Öl. Ganz am Ende. Und da bauen wir uns ein Ölkraftwerk. Absolute Verpestelung. Deswegen bleibt dieses Spiel auch PC-exclusive. Ja, durchaus. Das kann man auch anders lösen. Doch, das gibt es auch für Konsolen. War ich aber auch der Meinung, wenn ich ehrlich bin. It's our way of saying we hear you. So don't be silenced when opportunity calls, pick it up. It's for you. Mitten ist wahrscheinlich über das Digipad gelöst. So, jetzt müssen wir nur noch den Strom von hier in unser Netzwerk schieben. Am besten einmal straight durch, wa? Das ist teurer Spaß. Nicht genug Geld. Ja, ich habe nicht genug Geld für das. Ach du Scheiße, und es muss ans Wasser angeschlossen sein. Oh Junge, ich höre das Darlehenshorn. Shit. Da habe ich mich jetzt verhaspelt. Gut. Plan B, Wasser. Wasser kostet hier noch nicht so viel. Das können wir hier nicht machen. Ist aber immer noch nicht ans Stromnetz angeschlossen. Ja, wahrscheinlich wird es wirklich darauf hinauslaufen, dass ich noch ein Darlehen... Wobei ich den letzten noch nicht abbezahlt habe. Ach, das ist so schön an einem Darlehen. Der rennt weiter. Ich könnte natürlich auch noch den anderen annehmen. Und dann die abbezahlen. Sekunde, bin gleich wieder. Weil das wäre wirklich Strom für die nächsten paar Jahre. Naja, ich brauche auf der Seite hier sowieso nachher Wasser. Der Fluss ist mittlerweile schon mehr als toxifiziert. Aber Wasserbereinigung, meintest du ja, kommt auch nachher noch irgendwann. Ja, das kommt später noch dazu. Wie gesagt, du musst der Umwelt erstmal wehtun, damit es heilen kann. Eben. Und vor geht der ja gut. Da brauchst du erstmal den dreckigen Menschen. Jetzt haben die Wasser, das ist gut. Aber kein Abfluss, ganz vergessen. Oh, das wird teuer nochmal. Oh, das sind nochmal ziemlich teure Rohre. Ja. Ja,
sind, die kein Strom, shit. Wenn die nicht ans Stromnetz angeschlossen sind. Warte mal, kann ich nicht... Can't I take... Nee, kann ich nicht. Ich könnte aber... This should do it. Yes. Jetzt haben wir hier ein funktionierendes Ölkraftwerk. Das sitzt zwar hier und produziert für sich selber. Erstmal. Ich bin mal ganz kurz weg. Jo. Ich hab immer noch Hunger. Ich meine, das produziert jetzt zwar für sich alleine, aber das ist ja jetzt erstmal nicht schlimm, ne? Ah, jetzt habt ihr hier schon wieder, seid ihr schon wieder zu faul, eure Leichen wegzubringen, oder was? Warte mal, können wir die nicht auch verbrennen? Ich habe gerade kein Geld für einen Friedhof, Dudes. Komm, das sind zwei Leute, also. Stellt euch mal nicht so an. Kranke Bürger, es ist literally... Ja gut. Ein Krankenhaus. Ja gut, die Müll... Ne, warte. Ach, das ist eine Mülldeponie. Ups. Kann ich natürlich nicht verschieben. Das könnte erklären, warum die Leute sich nicht so gut fühlen. Würde ich auch nicht, wenn ich neben einer Mülldeponie wohne. Das mief nach einer Weile. Ja, ne? Also, die werden es schon überleben. I believe. Habt Hoffnung. Die auch. Erstmal wieder einiges Bulldozern hier. Fast wieder das Falsche weggebulldozert. So, was passiert mir ständig? Okay. Oh. Nee, nicht Bulldozer. Pack den Bulldozer weg. Okay. Mülldeponie wieder leeren. Auch wenn ihr mir da ehrlich gesagt andauernd immer zu lange für braucht. Sobald das Ding ans Stromnetz angeschlossen ist, dann ist hier Radikal Beam. Strom, wenn die hier direkt neben dir sind. Ach, weil ihr kein... Ja, das ist ja jetzt ganz großes Kino. Hey, Kino! Weil warum auch immer... Geht doch. Jetzt haben die wieder Abfluss. Und unser Stromverbrauch ist through the roof. Problem vorerst gelöst. So, dann können wir ja... Sofern wir das jetzt hinkriegen, dass das hier alles noch am Stromnetz ist. Das kriegen wir aber auch hin. Hier erstmal mega viel neue Wohngebiete erschließen.
So. Oh, werde ich mich jetzt wahrscheinlich hier wieder voll übernehmen. Ach, was mache ich denn da? Diese Musik auch immer. Immer mache ich mir hier eine eigene Playlist. Ja, ich weiß nicht. Diese Playlist, die hier immer läuft, die finde ich merkwürdig. Hallo und willkommen zurück zu Radio Joestar. Das würde ich sogar hören, ja. Der klassische neue Abriss-Sound. Ora, ora, ora. Er planiert wie ein Bekloppter die halbe Stadt ohne Grund. Warum? Ihr mag das Geräusch. Wenigstens am Stromnetz seid. Hä? Wieso ausgerechnet ihr kein Wasser? Ihr seid natürlich genau im Fadenkreuz. Das ist ja wunderbar. This should do the trick. DMC-Soundtrack, ja. Weißt du, das ist hier ein super chilligen... Oh. Alter, das ist Klippenregel City hier. Nicht die Klippenregel. Boah, das sieht echt... Alter, ohne Scheiß. Ich will mich ja jetzt nicht selber loben, ne, aber... Das du tust es trotzdem mal. Ich tue es trotzdem mal, weil das sieht echt nice aus. Einer muss es ja tun. Nee, sorry, Leute. Seid mal ehrlich, das hier sieht an sich echt stylisch aus. Mit dem Blue Falcon da drauf. Den Blue Falcon hier, ja. Ey, Leute leben hier echt gefährlich. Also vor allem er hier. Die sind halt hart am Stüssel. Ich nenne sie mal die Leben am Limit Residenz. Echt, wenn man sich das mal so genau anguckt, ne? Und sauber ist. So, wir müssen auch mal gucken, dass die andere Stadt wieder okay ist, aber... Die läuft gerade. Ja gut, hier sind andauernd Leute krank, aber ihr seid auch an der Müllhalde, also... Dafür kannst du nichts, die waren schon vorher krank. Eben. Ich wünschte nur, die würden immer automatisch mal anfangen, ne? Also automatisch anfangen, den Müll wegzufahren. So, wieder da. Baby. Wow! Meine beiden Darlehen sind sogar jetzt schon abgezahlt. Yay! Das war also tatsächlich was sich richtig gelohnt hat. Lass uns die Natur ausbeuten, oh Junge. Kann ich das nicht irgendwie... Budgetfenster. Oh no! Son of a bitch! The Spammer, vielen Dank fürs Followen.
das Problem ist. Wirklich, Müllabfuhr ist so mein Arch-Nemesis aktuell noch. Weil das ist irgendwie... Weiß auch nicht. Feels weird, man. Friedhof ist immer noch cool. Hier muss mal wieder geleert werden. Nomf, Nomf, Nomf. Jetzt können wir hier nochmal Müll deponieren irgendwo. Hier ist ja auch Industriegebiet. Ja, passt. Dann können wir nämlich das eine Müllgebiet hier nicht mal abreißen. Gebäude ist nicht leer. Ach ja, stimmt ja. Das muss ja leer sein dafür. Gebäude leert sich. Das wird nur Stunden dauern. Ich glaube, ich brauche hier unten mal eine Mülldeponie. So abgelegen, so ein bisschen. Hm. Ah, wobei. Jetzt haben wir ja die hier. Warten wir erstmal ab. Wie weit sind wir jetzt bis zum nächsten Achievement? Bis zur großen Stadt. Oh, dann ist auch Wasseraufbereitung da. Und ein Krematorium. Alter, da brauche ich auch nicht mehr, an sich auch nicht mehr so viel für. Na okay, doch ein bisschen. Ich habe aber immer noch keine Universität. Still have no uni. My people are still retarded. Marienkäfer. So in etwa, ja. Würde mich nicht mal wundern, weißt du? Alter, die Musik, die hier gerade läuft, ne, die ist mega deprimierend. Und besser als dieses passiv-aggressive. Ein Gebäude steht in Flammen. Es regnet doch. Das ist doch dem Wetter egal. Alter, hier oben ist jetzt überall Müll. Alter, come on, Leute. Ja, Müllberge, ich weiß. Ich finde das mit dem Müll ist irgendwie... Echt, kann man das irgendwie schlauer lösen? Mann, geh weg jetzt. Ich muss hier mal... Ne, hier, so, jetzt leert nicht mehr. Jetzt holt ihr mal den Müll ab. Man muss halt bedenken, die fahren ja einmal quer durch die ganze Stadt, sammeln den Scheiß ein, fahren dann zur Müllhalde am Arsch der Kirmes. Also tut's ganz gut, wenn du irgendwo auf der anderen Ecke noch einen anderen Müllhalter hast. Ich meine, ich habe jetzt hier überall Müll, Jesus. Ich habe jetzt drei Mülldeponien und ein... Ne, vier sogar. Ja, aber wahrscheinlich alle in derselben Ecke. Ja, weil ich sie ja nicht ins Wohngebiet setzen kann. Ja, ja, eben. Da lohnt es sich, wenn du halt wirklich am Rand auf der komplett anderen Seite ein bisschen was abgrenzt und da auch noch welche hinsetzt. Ansonsten müssen die einmal quer durch die Stadt fahren und wieder zurück. Ja, gut. Dass die da nicht hinterherkommen, wenn du nicht gerade die ganze Ding hochpeitschen mit dem Karren haben, ist klar. Machen wir mal. Ja, ich kann das aber hier alles nicht so abseits machen, leider. Das ist das Problem. Ansonsten schiebt ein bisschen das Budget für Müllentsorgung hoch, dann fahren mehr Autos. Patsche. Mein, gerade läuft's eigentlich ganz gut, von daher. Weil das muss ich mal im Auge behalten. Was? Mehrere Probleme. Müllberge, okay. Ich muss mir da mal was einfallen lassen. Das ist aktuell noch nicht so ganz optimal mit dem Müll. Ich bin ja schon... Wobei... Wenn wir
ist. Menschen machen Abfall. Ja, Menschen sind Abfall. Ihr glaubt ihm nicht? Fragt ihn noch mal, wenn ihr im Edeka einkaufen. Wenn ich das so mache. Nein, Müll. Müll. Fuck, yo. Jetzt müsste ich erst dieses Gelände da oben kaufen. Findet ihr jetzt nicht so witzig, aber ja, dat mut. Das ist jetzt nur ein bisschen abgelegen, aber ist jetzt immer noch besser als, ja. Guck mal, das können wir hier nämlich auch noch verbinden. Ist auch noch was. Das Leben stinkt. Ja, und entweder habt ihr hier Probleme mit Müll oder ihr habt Probleme mit Müll. Warum habe ich jetzt alle Mülldeponien zugemacht oder wo ist jetzt das Problem? Na, der ist 100% voll, deswegen. Der ist Leerung stoppen. So, du kannst wieder einfach einsammeln. Du sammelst noch. So, hoffentlich legt sich das jetzt mal. Ja, so langsam aber sicher. Ich kann doch mal selber ihren Müll entsorgen. Meine Güte. Warte mal, kann ich das nicht machen? Recycling. There we go. So, und ihr... Man kann auch noch alles hier mega versteuern. Das ist so in-depth, ne? Aber auch gut. So, aktuell habe ich eine Müllstadt. The age-old Italian tradition of burning beans and drinking the bitter bean juice. At Burn Bean Coffee, our environment is perfect for all of your work needs. There's no better place to be distracted than the Burned Bean Coffee Shop in Catherine. Our coffee. Nun stellt man sich die Frage, warum hat es nicht Chunkertown genannt? Ja, weil ich hab jetzt schon extra noch eine Mülldeponie, aber scheinbar scheint das auch nicht zu reichen. Weil ich gehe jetzt gerade extremst ins Minus auf einmal. Ich hoffe mal, das geht so. Nee, das mit dem Müll. Warum wird das mit dem Müll jetzt immer schlimmer? Ihr habt noch eine Mülldeponie, ihr habt noch ein. Meine Güte. Und noch eine, und noch eine, und noch eine. Pop Soda. Belch the best. Muss ich. Ja, geil, jetzt rülpst mir noch einer ins Ohr von dieser scheiß Werbung. I'm Benham Esselin of Mars Official Radio. Ah, jetzt geht's wieder langsam. Könnte vom Bau gelegen haben jetzt. I've basically been a vegetarian since my first semester in college. Ah, ich kenne das Geräusch. Keks kocht. I don't know why. The same thing happened when I thought of Turkish Delight, the most revolting candy ever created. Have you experienced similar cravings? If you have, tell us. Let's listen to another song and think about it. Yep, 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 Keks kocht. Machen wir so. Ich werde mich aber auch schon mal für heute ausklinken. Ich gucke jetzt wahrscheinlich noch ein paar Videos. Then night, du. Night. Over. Gott, ist das auch schon wieder spät. Wie lange? Ich bin mir schon wieder fünf Stunden schon wieder.
Ja, das Problem ist, jetzt habe ich hier zwar so eine leichte Stadt, aber nicht mal, die kommen mir hier nicht mal mit dem Müll hinterher. Jetzt gehe ich ins Minus, das war alles ein Fehler. Ich am besten, ich speichere einfach nicht. Ihnen geht das Geld aus, nicht wirklich. Ja, das war keine gute Idee. Nee, da jetzt ist ja richtig die Scheiße am Dampfen. Nee, ich mach das so, ich lade einfach das nächste Mal neu. Wo wären wir denn da? Oder warte, ich mach einfach einen neuen Save-Game-Dings. Speichern. 2. So, ich habe Milchshake. Ja, und dann mache ich nämlich hier sowieso. Ich glaube, ich mache jetzt hier auch Feierabend für heute. Weil das nächste Mal machen wir dann. Entweder ich guck mal, vielleicht, wo waren wir hier jetzt? Dann gucke ich mal, ob ich das irgendwie schlauer lösen kann. Ja, da haben wir das Ölkraftwerk noch nicht, aber dafür ist die Stadt auch noch nicht zugemüllt. Also wäre das wahrscheinlich sogar eine Alternative. Wäre sogar vielleicht gar nicht mal so doof, wenn wir das machen. Wenn ich denn lieber das hier nochmal mache, als dann, ne? Wieder alles nochmal neu, weil ich mit dem Müll nicht hinterherkomme. Ist, glaube ich, besser. Ja, definitiv. Deswegen speichern wir den hier jetzt. Yes. Spiel verlassen. Hauptmenü. Und dann somit euch eine schöne gute Nacht und wir sehen uns dann morgen wieder zu Dingen, die die Welt so noch nicht gesehen hat. Eine gute Nacht und bis dahin. Tüdelö. Naito.